Ja, hallo und einen wundervollen zweiten Weihnachtsfeiertag wünsche ich euch allen. Sam Spicy ist mal wieder am Start, heute mit einer kleinen 12-Minuten-Challenge und mit unserem angekündigten Gewinnspiel, was bis zum 30. beziehungsweise oder 31.12. gehen wird, wo sich dann jeder beteiligen kann, so wie er möchte. Und so gut wie es geht, die Frage wird sehr einfach sein und ich werde euch auch zeigen, um was es geht. Aber es geht jetzt erstmal hier in dieser Challenge um 3 Bierchen und nochmal diesen komischen Hotdog, den wir aber diesmal etwas schärfer machen werden. Und zwar mit etwas wundervoller Sriracha Extra Hot Chili Sauce werden wir uns da drauf knallen. Dazu gibt es 3 Grafensteiner 5.4 Alcoholic Experience Bierchen, was wir, wie gesagt, in 12 Minuten reinbekommen müssen. Und wie gesagt, das angekündigte Gewinnspiel. Das erste, was ich hier vollziehe in YouTube, deswegen seht es mir nach, wenn ich das nicht hundertprozentig alles hinbekomme. Ich probiere es aber so best wie möglich hinzubekommen und deswegen, ja, gucken wir einfach mal, dass wir das irgendwie über die Bühne bekommen. Und zwar geht es darum, dass ihr die Frage beantworten müsst, wann habe ich mein erstes Food-Video hochgeladen in YouTube. Da müsst ihr halt ein bisschen was suchen, ein bisschen was gucken so und bei allen richtigen Antworten, die gegeben werden, kommen alle Namen in einen Lostopf. So gut wie es geht auf jeden Fall. Ich denke mal nicht, dass da jetzt Zehntausende mitmachen werden. Deshalb, ansonsten habe ich ein kleines Problem. Aber so eine Art wird es dann ablaufen, dass jeder die gleichen Gewinnchancen hat. So, dann werde ich das ein bisschen umrühren da und dann werde ich den Namen ziehen. Und derjenige, der muss sich dann irgendwie bei mir melden. Das wird sich dann herausstellen, wie wir das machen. Und der kriegt das dann von mir zugeschickt, natürlich postwendend. Also alles geht auf meine Kosten da und da bekommt ihr das dann zugeschickt. Der Preis ist halt dieses wundervolle Premium VR Headset und ja, das kann man nutzen hier für Handys, die kann man da vorne reinklemmen. Ich habe mir das, ich habe das nur einmal aufgemacht, um zu gucken, ob das Ding auch vollständig ist, ist klar. Und hab dann gesehen, da muss man vorne so eine Klappe, da kann man das Handy halt rein tun und dann kann man sich das auf die Birne tun und dann kann man sich da ein VR-Erlebnis kann man sich da gönnen und muss irgendwie da aber eine App noch runterladen, damit das da richtig funktioniert. Ist aber alles beschrieben hier drin, wie das funktioniert und ja, das Ding hat einen Wert von ungefähr 20 Euro. Ich nehme an, mit der Verpackungskosten dann 25 Euro. Ich denke, das ist so als kleines Geschenkchen und als kleines Dankeschön und als kleine Motivation beim Gewinnspiel mitzumachen, ist das genug. Wer da Interesse hat, kann ja mitmachen. Ich hoffe nicht, wie gesagt, dass das allzu viele sind, so, weil ich möchte jedem die gleiche Gewinnchance geben. So, und wenn ich jetzt anfangen muss, natürlich 10.000 Namen daraus zu schreiben, so, dann habe ich natürlich irgendwie ein Problem, ne? Ansonsten müssen wir das dann anders machen, falls das zu viele werden. So, ich wüsste auch nicht, wie ich das anders hinkriegen sollte. So, machen wir jetzt einfach mal so und gucken mal, wie die Resonanz ist und ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Und wenn ich gar keinen Namen bekomme, so, dann weiß ich ja Bescheid. ja, aber auf jeden Fall geht es um dieses Ding hier. Das kommt dann postwendend zu euch geschickt, sobald ich die Verlosung dann beendet ist. Und dann schauen wir einfach mal, ja, wie wir das hinbekommen. So, das erstmal dazu. Wie gesagt, das Ding hier ist von, gibt's hier irgendwie eine Talpa Content BV. So. Ah, ist nichts Weltbewegendes, sage ich jetzt mal. Da vorne ist auch noch ein kleines Bildchen, inwiefern man sich das da vorstellen kann. Kann ich euch ja mal eben kurz zeigen. Das wird dann halt da vorne reingeklemmt, ne, wie ihr seht. Und ist aber irgendwie die, ja, Entertainment Edition oder sowas, ne? Ja, auf jeden Fall darum geht's. Das stelle ich jetzt mal eben kurz hier wieder zurück. Wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare rein, wann ich mein erstes Food-Video hochgeladen habe. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie viele mitmachen und schreibt das dann halt alles auf und guckt dann, dass wir das irgendwie anständig über die Bühne bekommen. Aber ich denke mal so, zu Weihnachten, vielleicht hat da einer Bock, da mitzumachen oder ein paar Leutchen, ne? So auch als kleines Dankeschön. Ne? So, jetzt erstmal hier weiter. Und zwar, wie gesagt, 12 Minuten. Und nochmal diese komische Hotdog hier, den wir haben. Mit Jalapenos drauf, Rindfleischwurst und Käse, künstlicher Käse natürlich, mit künstlichem Tomatensoße. Und ja, da der absolut überhaupt gar keine Power hat, tun wir natürlich jetzt erstmal ein bisschen was extra Hot Sriracha-Soße drauf. Und dass das ein bisschen was Power hat. So, ein bisschen was drauf.
muss ja nicht allzu viel sein. Und nur halt für den Geschmack, dass ein bisschen was besser ist, weil das Ding hier ist äußerst künstlich. Wie gesagt, ab und zu kann man sich das mal geben, sollte aber nicht zur Dauersache werden. Aber es war halt wieder runtergesetzt. Ich habe gedacht, so mal eben kurz zwischendurch mal, dass man was im Magen hat. Und nachher gibt's sowieso noch ein bisschen was Rest Weihnachtsessen hier. Was heißt Rest? Ich hatte noch ein paar Tortellinis mit Schinken gefüllt und dazu gibt's ein bisschen was Lachs. Also so eine Lachssoße gibt's dann dazu und das wird überbacken mit ein bisschen was Käse. Das war's dann eigentlich schon als Abschluss für diese Festtage. Genau. Und deswegen hau ich jetzt auch noch mal eben ganz kurz das Video raus, weil ich ja halt die Ankündigung gemacht habe jetzt und ja, eine kleine Challenge dann noch oben drauf. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was Bock drauf, denn ich habe wieder einen guten alten Track gefunden für die guten alten Acid-Liebhaber unter euch. Und das ist ein kleiner Mix. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, von wem das ist. Wird ja nicht unbedingt in jedem Mix immer reingeschrieben. Auf jeden Fall kann ich euch den Mix-Namen sagen. Und zwar ist das angeblich ein Mix von der Acid Flash 10, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil ich habe die Acid Flash 10 hier und das Lied kommt da auf jeden Fall nicht drin vor. Und wir hören da einfach mal ein bisschen was rein. Vielleicht ist das auch der 10. Acid Flash Mix, kann ja auch sein, weil ich habe das so auf jeden Fall noch nie gesehen. Und jetzt bin ich auch ruhig, genug gequatscht. Wie viel haben wir schon wieder auf dem Zeiger? 6 Minuten, ja gut. Ich musste euch das aber kurz erklären und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Guck mal, ich habe nichts getrunken und muss trotzdem schon rülpsen. Echt unglaublich. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Thank you.
I like the moment.
12 Minuten und 54 Sekunden, ja, gerade noch so hinbekommen. Ja, das letzte Bierchen lief nicht mehr so gut, aber dafür fand ich eigentlich den Hotdog mit der Sriracha-Soße, es war absolut künstlich, alles ein bisschen, aber ich glaube, ich habe schon oft erwähnt, man kann ihn sich ab und zu mal geben, aber mit der Sriracha-Soße hat das sogar noch ein bisschen Pep, ein bisschen mehr Power, fand ich auf jeden Fall ein bisschen was geiler. Kann man sich auf jeden Fall ganz gut geben. Die Rinderwurst war eigenartigerweise jetzt sogar halbwegs lecker, würde ich mal sagen. Und den anderen, aber das Brötchen konntest du halt vergessen, weil, ja, ihr seht es so, die Hälfte war eingestampft hier im scheiß Papier. Und ja, sowas ist immer ein bisschen eklig. Ja, trotzdem haben wir es ganz gut hinbekommen, würde ich sagen, so 6 Minuten länger und ich hätte schon wieder verloren, aber diesmal haben wir es wenigstens noch im 12-Minuten-Rahmen gepackt. Ihr wisst, dass ich ja da gerne die 12 Minuten auch nutze, ne? Nur hätten wir halt 13 Minuten gehabt, dann hätte ich jetzt wieder in die Hose geschissen. Habe ich es doch noch hinbekommen, obwohl die letzten paar Schlücke haben echt ein bisschen... waren schon etwas schmerzvoller, also auf jeden Fall. Aber 3 Bier, Hotdog mit, also pikanter Hotdog, haben wir drin. Haben wir gut hinbekommen, eigentlich. Ich hoffe, das war okay so. Ja. Wie gesagt, vergesst nicht, da mitzumachen, wenn ihr Bock drauf habt. So, ich guck dann zum Schluss mal rein so, und hol mir all die richtigen Antworten raus. Und werde euch dann natürlich zu Silvester dann das Video hochknallen, wo wir die Verlosung machen. Wo wir auch ein bisschen was erzählen, was wir vorhaben. Und wo wir gemeinsam noch ein bisschen was trinken werden zusammen. Das dürfte dann ein etwas längeres Video werden. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was Bock drauf. Wird ein bisschen was Mucke geben wieder dabei, eigentlich wie immer. Und ja, ich würde sagen, dann sind wir auch erstmal wieder fertig hier. 25 Minuten sind voll. Haben wir auch ganz gut vollgepackt jetzt mit Informationen, mit Musik, mit einer kleinen Challenge. Ganz gut gelaufen eigentlich. Und ich würde sagen, wir verbleiben jetzt einfach mal so. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Aber das werde ich wahrscheinlich Silvester auch nochmal sagen. Aber ich bedanke mich nochmal recht herzlich für den Support, den ihr mir gibt. So, wenn den Leuten ein bisschen was Spaß macht, meine Videos zu gucken. Obwohl es momentan natürlich weniger Let's Plays gibt. Aber da fehlen mir einfach die Programme momentan für. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was Verständnis. Und ja, wir machen erstmal so weiter wie gehabt, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, dass wir, dass ich im nächsten Jahr auch weitermachen kann mit euch hier ein bisschen was. Kommt zwar nicht jeden Tag Videos hoch, aber es muss ja auch nicht sein. Und ein wunderbares Restwochenende beziehungsweise Weihnachtsende wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall. Haltet die Ohren steif, lasst mir einen Daumen da, falls es euch gefallen haben sollte, oder abonniert mich, um keine Folge von Sam's Voice zu verpassen. Und ja, schreibt was dazu, nicht nur zur Gewinn-Challenge, sondern auch vielleicht Verbesserungsvorschläge, was ich machen soll. Ab und zu mal, wie gesagt, das eine Video mit dem mit der Lasagne habe ich ja leider verkackt. Das war auch etwas zu viel. Ich habe ja verloren, ich könnte ja auch sagen, ja, ich habe gewonnen, aber habe ich nicht. Das hat einfach viel zu lange gedauert. So, ihr müsst irgendwie mir Sachen, wenn vorschlagen, was ein bisschen was hier mit, sagen wir mal, 1 bis 1,5 Liter Bier zu tun hat oder was weiß ich. Von mir aus auch mal Wodka dabei oder so Kleinigkeiten, die man halt dabei gut snacken kann. Wie zum Beispiel gebackene Banane hätte ich zum Beispiel mal Bock drauf, so, aber leider ist unser Chinese hier zu. Aber könnte man ja zur Not noch bestellen, aber sowas in der Richtung oder. Ja, halt Kleinigkeiten, ne? Ich will auch keine Riesen-Challenges machen, so. Wir könnten eventuell irgendwann mal machen, dass ich irgendwo hingehe und ein Jägerschnitzel esse mit Pommes oder sowas, so. Aber das nur separat. Ne, halt Kleinigkeiten, ne? Könnt ihr euch ja mal was überlegen, vielleicht fällt euch was ein, was nicht ganz so übertrieben ist, sage ich jetzt mal. Also ich meine, für andere Leute bestimmt nicht, die ziehen sich das locker weg, ich schaffe es leider nicht. Ich habe es probiert und danach fühlt sich auch wirklich nicht gut. Ich fühle mich auch jetzt schon nach der, ja, waren auch wieder 1,7 Kilo, aber das geht noch, das hält sich noch im Rahmen, wisst ihr? Und darum geht. Ich bin auch nicht mehr der Allerjüngste und ja, ihr wisst, was ich meine, glaube ich.
So, wie gesagt, lasst mir einen Daumen da, abonniert mich, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, dann nicht. Und schreibt was dazu. Ihr wisst Bescheid. Ich bin erstmal raus. 28 Minuten sind voll. Und ja, ich lasse jetzt noch ein bisschen was Mucke laufen. Bis 30. Minute. Dann haben wir halt wieder 5 Minuten überzogen. Aber ich denke, das hält sich noch im Rahmen. Ich wünsche euch nur das Beste. Haut rein. Peace.